schon gar nicht. Komm, Papa. Komm, Papa. Wir können an Land gehen. Wir können an Land gehen. So, wer geht denn vor? Einmal geht das ganz einfach. Noch dürfen sich die Aktiven und Schauspieler den ein oder anderen kleinen Patzer und Textinger leisten. Denn bis zur Premiere von Pinocchio im Muck an der Grundschule in Konzen hat der Theaterverein Concordia noch gut 2 Wochen Probenzeit vor sich. Die Aufregung und Spannung aber, auch die Vorfreude ist groß. Schließlich konnte pandemiebedingt seit 3 Jahren kein Märchenstück mehr aufgeführt werden. Was bis dahin ein fester Termin in jeder Spielzeit der Theatertruppe aus Konzen war. Sehr schönes Gefühl. Wir freuen uns sehr, dass wir dieses Jahr wieder ein Märchen aufführen können, nachdem wir im Frühjahr ja schon relativ erfolgreich unser Frühjahrsstück gemacht haben. Etwas anders in der Zeit als sonst. Aber ich glaube, die Leute hatten Spaß und sind sehr gerne wieder gekommen. Und so hoffe ich, dass das auch dieses Jahr jetzt beim Märchen sein wird. Eine zumindest vorübergehende Änderung hat die Corona-Zeit jedoch trotzdem mit sich gebracht, die dem treuen Stammzuschauer auffallen wird. Statt der sonst, wie hier bei Märchenstücken üblich, überwiegenden Kinder und Jugendlichen, finden sich diesmal ausschließlich erwachsene Laienspieler auf der Bühne. Das haben wir ganz bewusst gemacht. Die Steffi hat darum gebeten, dieses Jahr das nur mit Erwachsenen zu machen, weil das etwas einfacher ist in der, ja, unter der Voraussetzung oder unter der Annahme, dass man vielleicht doch etwas Corona-Maßnahmen noch beachten muss, haben wir eigentlich gedacht, dass es einfacher ist, mit Erwachsenen als mit Kindern durchzuführen. Und deshalb dieses Jahr etwas anders als gewohnt. Wie es bei vielen anderen Vereinen, auch in der Region Eifel, die lange Zeit der Tatenlosigkeit mit sich gebracht hat, könnte man auch beim Theaterverein in Konzen befürchten, es sei schwierig, die Mitglieder wieder für neue Projekte zu reaktivieren. Erstaunlicherweise nicht. Im Frühjahr haben alle direkt Hurra geschrien, wir möchten gerne nochmal spielen. Und auch hier waren wir relativ schnell dabei, die Leute zusammenzubringen. Wie sind eure Erfahrungen oder die Erwartungen, was das Publikum betrifft? Wird es da schwierig werden, die wieder reinzulocken? Weil es gibt ja viele Kulturbetriebe, die wirklich Schwierigkeiten haben, Publikum wieder in die Säle zu kriegen. Wie ist eure Erfahrung aus dem Frühjahr raus auch? Also im Frühjahr war es ganz toll. Wir hatten 3-mal ausverkauftes Haus. Tja, und der Vorverkauf läuft. Und die ersten Karten sind schon verkauft. Dann hoffen wir mal, dass es auch diesmal wieder voll wird. Nichtsdestotrotz ist aber natürlich auch ein so gut aufgestellter Verein wie dieser hier froh um jedes neue aktive Mitglied, was die Schauspieltruppe unterstützen und die 75-jährige Vereinsgeschichte fortführen möchte. Wir sind immer daran interessiert, neue Leute zu kriegen, egal für welchen Bereich, auf der Bühne, vor der Bühne, hinter der Bühne. Bei Interesse gerne melden, entweder bei mir oder einfach mal auf der Homepage gucken. Da stehen alle Adressen, wo man sich melden kann. Wie gesagt, ob zum Soufflieren, zum Spielen, für Kostüme, für Technik, immer gerne neue Leute. In diesem Jahr also ist es Pinocchio, gespielt von Saskia Huppertz, sein Erschaffer Meister Geppetto, dargestellt durch Dietmar Kall, und viele weitere wundersame Wesen, denen das über 20 Frau und Mann starke Theaterteam unter der Gesamtleitung von Stefanie Krings bei insgesamt 4 Aufführungen Ende November auf die Bühne bringt und für die seit Oktober fleißig geprobt, gewerkelt und auch genäht wird. Wir haben dieses Jahr das Bühnenbild tatsächlich etwas reduziert, machen viel mit Licht und Vorhängen. Daher sind wir da dieses Jahr etwas, wir haben die Bühnenbauer nicht ganz so viel Arbeit wie in Land. Aber die Kostüme, die macht ihr alle selber und ihr seid ja auch bekannt dafür, dass ihr immer sehr bunte und sehr aufwendige Kostüme habt. Kann ich mir vorstellen, bei dem Stück auch wieder einiges dabei, wo man sich darauf freuen darf? Ganz bestimmt. Wir haben einiges aus dem Fundus übernommen, natürlich hier und da ein paar neue Sachen, auch ein paar Sachen geliehen. Ja, es wird aber wieder bunt werden. Die Aufführungen finden am Samstag, den 26. und Sonntag, den 27. November zu verschiedenen Uhrzeiten statt. Karten mit Sitzplatzreservierung zu sehr familienfreundlichen 4 Euro für Kinder und 7 Euro für Erwachsene sind im Ticketshop des Theatervereins unter theaterverein-konzen.de oder am kommenden Dienstag, den 15. November zwischen 19 und 20 Uhr im MUG erhältlich. Wie lange wird das Stück dauern? Worauf muss man sich einlassen, wenn man mit seinen Kindern hinkommt? Ja, ich gehe mir davon aus, so circa 2,5 Stunden inklusive 2er Pausen.
Ja, und für Kinder ab 4 oder sagen wir mal so, für Menschen von 4 bis 99 geeignet.